Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass es sehr, sehr gut ist, dass über die humanitären Folgen dieses Krieges gesprochen wird und dass es auch in diesem Bericht eine Reihe von konkreten Vorschlägen geht. Ich selbst habe im Osten der Ukraine Flüchtlingslager besucht. Ich habe auch Krankenhäuser gesehen, die zerstört waren. Und habe selbst mich bemüht, auch dort Hilfe zu leisten. Und es ist gut, dass in diesem Bericht eine Reihe von konkreten Maßnahmen vorgeschlagen werden, die sich auch an beide Seiten richten, wie zum Beispiel die Freilassung der politischen Gefangenen. Und ich glaube, dass es in so einer Kriegszeit es auch sehr wichtig ist, dass der Druck auch auf die Zivilgesellschaft nicht so stark wird. Und es ist leider auch so auf beiden Seiten, dass auch Journalisten zum Beispiel unter Druck stehen. Ein Journalist, Ruslan Kotsaba aus der Ukraine, ist hier, dem 13 Jahre Haft drohen wegen seiner Haltung zu diesem Konflikt. Ich will aber zu dem Bericht zwei kritische Anmerkungen machen. Das eine ist, dass nicht nur über die konkreten Maßnahmen hier berichtet wird, sondern auch ein bestimmtes Narrativ bedient wird, eine Erzählung, wie es zu diesem Konflikt kommt, wer schuld ist. Und hier wird alleine 17 Mal sozusagen die russische Seite kritisiert durch Begriffe wie illegale Annexion der Krim. Aber kein einziges Mal wird auch darauf eingegangen, dass auch die ukrainische Seite ihren Anteil hat, etwa im April 2014 durch den Einsatz des Militärs im Konflikt im Donbass, durch die sogenannte Antiterroroperation. Ich glaube, dass eine solch einseitige Darstellung letztlich dieses Konfliktes nicht hilfreich ist für die humanitären Fragen. Und der zweite Punkt, der noch viel wichtiger ist jetzt, ganz konkret, ist, dass in diesem Bericht auf Minsk II, auf den einzig möglichen, im Augenblick denkbaren Weg zum Frieden, praktisch gar nicht eingegangen wird, im Grunde genommen im Artikel 3 durch ein Gesetz, das positiv Bezug auf ein Gesetz, das Minsk II eigentlich ersetzen soll, sogar Minsk II unterminiert wird. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich, dass eine solch versteckte Agenda in einem Bericht drin ist, der sich eigentlich mit humanitären Fragen beschäftigen sollte. Ich kann nur appellieren, es gibt zwei Änderungsanträge, Änderungsantrag 2 und 3, die sozusagen an Minsk II festhalten wollen, dass diese Änderungsanträge angenommen werden. Und ich würde gerne den Berichterstatter, wenn er gleich noch mal reden kann, fragen, ob er der Meinung ist, dass Minsk II nach wie vor ein Weg zum Frieden in der Ukraine ist. Vielen Dank.